Guten Tag. Wo auch immer du bist oder wo auch immer du herkommst und willkommen in deiner Zukunft. Nun fragst du dich sicher, wo genau du bist und wer genau wir sind. Leider können wir das dir noch nicht sagen. Der Zweck dieses kurzen und informativen Videos ist es, dich und andere Einberufene darüber zu informieren, was ihr von eurem neuen Leben erwarten könnt. Zuerst bekommst du eine einzigartige Identifikationsnummer auf die Brust tätowiert. Wir wollen ja nicht, dass du diese verlierst, oder? Dies wird dein neuer Name werden. Du und jeder deiner Kollegen wird ab jetzt mit D-Klasse angesprochen. Das D steht für durchaus wunderbar. Nun, da du deine neue Identität hast, was kommt jetzt? Da beginnt der Spaß. Lass uns über Mode reden. Sag deinen langweiligen alten Klamotten Ade. Hier wirst du mit unserem super komfortablen Standard-Overall ausgestattet, der dich warm und gemütlich hält, damit du während deiner zugeteilten Aufgabe auch schick und professionell aussiehst. Wo wir schon von Verantwortung reden, lass uns über deine reden. Deine Aufgabe hier ist es, die Befehle deiner Vorgesetzten zu befolgen. Das sind die freundlichen Leute mit den Waffen. So wie Dreck beseitigen, mit interessanten Leuten interagieren, sicherzustellen, dass du in Topform bist, die Krankenstation hat immer offen, und dienststellenübergreifende Lieferungen zu machen. Und noch viel, viel mehr. Du könntest nicht nach einem spannenderen Lebensraum fragen. Merke dir nur diese vier Punkte und deine Zeit hier wird wie ein Spaziergang im Park sein. Nummer 1. Eine geschlossene Tür ist eine glückliche Tür. Nummer 2. Fragen sind böse. Nummer 3. Deine Vorgesetzten zu beeindrucken ist der Schlüssel. Und letztlich Nummer 4. Kein Schmerz, kein Gewinn. Ziemlich einfach, oder? Jedoch endet es nicht hier. Wenn du erfolgreich einen Monat als D-Klasse gearbeitet hast, warte. Du kannst einfach nach Hause gehen, ohne weitere Bedingungen. Du bist frei. Ich würde ja sagen, dass du jederzeit zurückkommen kannst, aber wir können dir nicht sagen, wo wir sind. Also worauf wartest du? Geh hinaus und mach uns stolz. So als würde dein Leben davon abhängen. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch und vor allem viel Glück.